leichte Bewölkung 11 Grad, stark bewölkt 11 Grad, in Wien leichte Bewölkung bei 14 Grad, Rom ebenfalls noch bewölkt bei 19 Grad und Madrid wolkig bei 17 Grad. Erleichterung in Regensburg, der Zirkus Brombach räumt das besetzte Fußballfeld, darum geht es gleich bei uns im B5 Bank. Montag, der 18. Juli, es ist 8 Uhr. Heute ist Dienstag, der 19. Juli, es ist 8 Uhr. 8 Uhr, heute ist Mittwoch, der 20. Juli. Jetzt ist es 8 Uhr, Donnerstag, der 21. Juli. Heute ist Freitag, der 22. Juli. Heute ist Montag, der 25. Juli. Heute ist Dienstag, der 26. Juli. Donnerstag, der 28. Juli. Es ist 8.15 Uhr. Dienstag, 2. August. Es ist 8 Uhr. Mittwoch, der 3. August. Es ist 8 Uhr. Heute ist Donnerstag, der 4. August. Heute ist Freitag, der 5. August. Es ist 8 Uhr. Montag, der 8. August. Es ist 8 Uhr. Dienstag, 9. August. Es ist 8 Uhr. Das heißt, es ist Mittwoch, der 10. August. Heute ist Donnerstag, der 11. August. Es ist Viertel nach 8. Aktuell. 8 Uhr, heute ist Dienstag, der 16. August. Mittwoch, 15, 16, 17. August. 12 Uhr. Heute ist Freitag, der 19. August. Es ist 8 Uhr. Aktuell. Das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Japan feiert Sieg bei der Frauenfußball-WM. Murdoch äußert sich zu Abhörskandalen. Wirtschaftsweise und SPD-Chef Gabriel verlangen Schuldenerlass für Griechenland. US-Präsident Obama deutet Kompromissbereitschaft im Schuldenstreit an. ARD-Umfrage sieht Rot-Grün im Bund bei 50%. Anschläge von Norwegen heizen Debatte über innere Sicherheit an. Obama warnt vor einer Wirtschaftskrise. Grenzkonflikt zwischen Serbien und Kosovo verschärft sich. Flugverkehr läuft reibungslos an. Clinton macht Assad für den Tod von 2000 Menschen verantwortlich. Nord-CDU sucht Ersatz für ihren abhandengekommenen Spitzenkandidaten. Papst Benedikt ist beim Weltjugendtag in Madrid angekommen. Israel verübt Vergeltungsschläge gegen Palästinenser. Das Wetter hochsommerlich. Am Mikrofon Claudia Molerus. So, die ewige Fahrradfahrt bringt euch um die Schlagzeilen von B5. Tut mir leid, vielleicht sollte ich das Projekt umbenennen. Mache ich wahrscheinlich nicht. Ja, was ist los in der Welt? In England irgendwelche Vandalen unterwegs. Die Börsen haben nach einem schwarzen Donnerstag, Freitag, Montag auch noch einen schwarzen Dienstag zu erwarten. Und Wetter. Wetter ist das Einzige, was eigentlich interessiert in letzter Zeit. Der Wetterbericht stimmt nie. Heute 75% Regenwahrscheinlichkeit nach meinem Wetterportal wetter.com. Hier die 75%. Von daher, ich schaue immer nur und denke mir, ach, stimmt ja nicht. Und ja, und noch einen anderen Fakt, der euch um die B5 Schlagzeilen bringt. Die einzige wichtige Durchfahrt hier unter der Eisenbahn durch ist gesperrt, nachdem ein Vollpfosten von Bauarbeiter letzten Freitag einfach ein Wasserrohr durchtrennt hat und jetzt eine ganze Woche lang die Unterführung gesperrt ist. Dankeschön. Ja, ihm ist wahrscheinlich zu verdanken, dass ich jetzt fit bleibe. Jetzt haben wir ungefähr die Hälfte. Bergfest. Noch 5 Kilometer to go. Ja, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Guten Morgen. So, ja, das war's.